Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um das Gleichsetzungsverfahren. Wir haben hier ein System von zwei linearen Gleichungen und das soll jetzt gelöst werden mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens. Hier muss also etwas gleichgesetzt werden. Also ein Gleichheitszeichen kennen wir ja, das ist, ein ist gleich. Was könnte denn zum Beispiel gleich sein? Ganz einfach, ein y könnte gleich einem y sein. Oder ein x könnte gleich einem x sein. Es könnte aber auch ein 3y gleich einem 3y sein. Man muss also quasi schauen, dass in beiden Gleichungen etwas gleich ist. Und das sehen wir ja hier ganz eindeutig. Da gibt es ein 3y und da gibt es ein 3y. Aber das ist noch nicht gleich mit einem ist gleich dahinter versehen. Es muss dann auch in derselben Form sein, also dass quasi das 3y ist gleich dran steht und das 3y bei dem hier auch gleich steht. Deswegen müssen wir hier noch umformen. Wir müssen bei der ersten Gleichung das minus 5x auf die andere Seite rüberbringen. Also bringen wir das mit plus 5x rüber. Ich setze das dann auch gleich so hin, dass 5x plus 4 dran steht. Als nächstes schaue ich mir die zweite Gleichung an. Da will ich auch 3y allein stehen haben und bringe deswegen minus 2x nach rechts. Also, ich bin die plus 2x nach rechts. Das mache ich, indem ich minus 2x auf beiden Seiten rechne. Also steht 3y ist gleich. Minus 2x plus 11. Jetzt habe ich also etwas Gleiches auf beiden Seiten. Jetzt hätte ich natürlich auf beiden Seiten noch durch 3 dividieren können, aber ihr seht schon, das wird ein bisschen schwieriger. 5 Drittel, 4 Drittel, das sind dann Zahlen, mit denen man nicht so schön arbeiten kann. Denn das Gleichsetzungsverfahren bedeutet, dass das da und das da ja gleich ist. Das sieht ja jeder. Das heißt doch auch, dass wenn die beiden gleich sind, dass dann auch das genauso ist wie das. Also das hier ist gleich, das sieht ja jeder, dann muss auch das rechts auf der anderen Seite gleich sein. Und das ist das Gleichsetzungsverfahren. Ich setze also quasi nicht das gleich, sondern das, was dann nach dem ist gleich kommt. Das da und das da muss identisch sein, weil die beiden Sachen identisch sind. Und deswegen 5x plus 4 ist gleich minus 2x plus 11. Das können wir. Das ist eine Gleichung, die man mit Äquivalenzumformungen lösen kann. Ich bringe jetzt das minus 2x auf die andere Seite und dementsprechend die 4 auf die Seite. Also alles mit x auf die Seite und alles ohne x auf die Seite. Ich habe das hier hinten nochmal kenntlich gemacht. Plus 2x, das da hierüber und minus 4 das da hierüber. Dann bleibt stehen, 7x ist gleich 7. Jetzt noch durch das Teilen, was vor dem x steht, damit das x am Schluss alleine steht. X, 7x ist gleich 7, geteilt durch 7 auf beiden Seiten. x ist gleich 1. Und das, was ich jetzt natürlich noch machen muss, ist das passende y berechnen. Ich habe hier jetzt einfach locker flockig hingeschrieben, das ist 3. Ja, wenn man jetzt nämlich das x hier zum Beispiel mal einsetzt, 5 mal 1 gibt 5, plus 4 gibt 9. Und dann steht dran, 3y ist gleich 9. Wenn ich also aufs y kommen muss, muss ich noch durch 3 teilen, also ist das y gleich 3. Beim Gleichsetzungsverfahren ist es also wichtig, dass wir irgendwas in diesen beiden Gleichungen finden, das identisch ist. Also, wir können es nach y auflösen, diese Gleichung in die Normalform bringen und das hier nach y auflösen und das auf der rechten Seite dann gleichsetzen, oder wir finden bereits etwas, das identisch ist und befreien das so, dass es allein steht, weil dann können wir das, was auf der anderen Seite steht, gleichsetzen und dann ist es nicht mehr weit zur Lösungsmenge.